Hallo, ihr lieben schönen Menschen und herzlich willkommen zum Wochenorakel Tag für Tag. Ich bin jetzt schon Wochenorakel-Überblicksexpertin, weil ich jetzt schon die Wunschpartner, die Singles und die Paare gedreht habe. Aber jetzt noch das Tag für Tag Orakel und dann ist Schluss, Ende, finito, für jetzt zumindest. Bevor ich anfange, möchte ich euch gerne mein Glücksglas vorstellen. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann schau doch mal am Anfang des Wunschpartner-Orakels rein. Da habe ich das etwas ausführlicher erklärt, aber eigentlich auch beim Single- und beim Paar-Orakel. Aber für dich jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also, ich hatte gestern die Idee, ein Glücksglas für mich anzulegen, wo ich jedes Mal, wenn ich für euch so eine Wochenübersicht drehe, also immer am Wochenende, einen neuen Zettel hineinlege. Ja? Und auf den Zettel schreibe ich ein Highlight meiner letzten Woche. Für meine letzte Woche war das Highlight, dass ich einen YouTube-Kanal gegründet habe. Tatsächlich war das heute vor einer Woche, dass ich gestartet habe. Und das war was ganz Großes für mich, weil ich schon wirklich viele Jahre weiß, dass meine Seele das machen will. Und ich habe halt bis vor einer Woche gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, wo es sich einfach stimmig angefühlt hat und wo ich einfach auch so gut wie es geht bereit war. Ich würde zwar behaupten, ich hätte auch schon vor 2 Jahren wundervolle Orakel gelegt, aber da war etwas in mir, das konnte vor 2 Jahren einfach noch nicht. Ja, und einfach um zu würdigen und wertzuschätzen, was da für große Prozesse auch auf meiner Seelenebene einfach vonstatten gegangen sind, dass ich diesen Schritt machen konnte, ja, und endlich auch meinem Herzruf folgen konnte, habe ich gedacht, ich möchte ein Glücksglas anlegen. Ich möchte mich, meine Zeit und die Geschehnisse in meinem Leben würdigen und ich möchte immer am Wochenende auf die Woche zurückschauen und zumindest ein Highlight aufschreiben. Ja? Und ich möchte das als Wochenorakel-Beilage mitmachen, weil ich das einfach auch mit dir teilen möchte. Das macht mir irgendwie Freude und vielleicht hast du auch Lust, selber mitzumachen. Ja, vielleicht nimmst du dir selber ein Gläschen, ein Zettelchen und ein Stift und schreibst mit mir zusammen immer zum Wochenüberblick für die nächste Woche, bevor wir in die nächste Woche schauen, auf einen Zettel, was so für dich dein Highlight war und füllst dein eigenes Glücksglas. Ja, also es würde mir sehr, sehr große Freude machen, das mit dir, mit euch zusammen zu machen. Ich mache es auf jeden Fall und lasse euch dann halt auch ein bisschen teilhaben an dem, was so bei mir passiert ist. Vielleicht auch ein paar Erkenntnisse. Auf jeden Fall werdet ihr dann immer so erfahren, was so mein Highlight für die letzte Woche war. Ich habe schon gemischt. Ich werde jetzt noch einmal kurz mischen, bis ich innerlich ein Stoppzeichen fühle. Okay. Heute will es irgendwie quer. Wir haben hier Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und der Sonntag ist quasi die Energie, auf die diese Woche hinausläuft. Ja, ich habe das im letzten Tag für Tag Orakel schon ein bisschen erklärt, wie ich das so sehe mit diesen Tageskarten. Für mich ergibt das immer eine zusammengehörende Intelligenz. Ja? Also nur eine Tageskarte für sich zu betrachten, das ist mir zu eng. Ja? Weil für mich sind das Prozesse, die aufeinander aufbauen. Und wir machen jetzt hier zwar so einen Tag für Tag Orakel, aber es kann durchaus sein, und so war das ja auch letzte Woche, dass sich hier mehr als nur ein Wochenüberblick zeigt, sondern dass es auch wirklich um Lebensprozesse geht. Ja? Und im letzten Orakel kam heraus, dass es ja eine lebensumwerfende Veränderung geben wird.
Und da würde mich jetzt einfach total interessieren, ja, was ist denn bei dir in der letzten Woche geschehen? Gab es denn Momente, wo du gemerkt hast, ja, diese Entscheidung, die du da triffst oder diese Schritte, die du da gegangen bist, die sind entweder schon diese Veränderung oder du spürst tief in dir, dass sie das wie mit vorbereiten, ja, als ob sie dazugehören. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wie du die letzte Woche erfahren hast. Wäre übrigens auch eine Idee für etwas, was du auf dein eigenes Glückszettelchen schreiben könntest, wenn du da so einen Schritt gegangen bist, der vielleicht auch groß war für dich, ja, oder wo du auch wirklich merkst, ja, das war wie so ein Initiator für eine wichtige Veränderung in deinem Leben. Vielleicht ist auch so lebensweltlich letzte Woche noch gar nicht so viel an der Oberfläche passiert, aber wisse, wir schauen ja hier auch in Energien rein, ja. Und vieles, was hier geschieht, geschieht auch auf latenten Ebenen. Ja, das ist wichtig zu wissen, dass es nicht immer heißen muss, dass gleich genau diese Aktion im Leben geschieht, sondern manchmal, dass es einfach ein Hinweis darauf ist, dass diese Aktion vorbereitet wird. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar beim Montag. Was ist denn die Energie für Montag? Ich weiß noch, letzte Woche war der Baum an dieser Stelle, ja? Und da ging es darum, Entscheidungen zu treffen oder sich zu klären innerlich, ja, sich zu fokussieren und dass diese Ausrichtung auch dazu führen kann, dass man sich teilweise wie auf Kopf fühlt, ja, wie entwurzelt fühlt. Und da steigen wir jetzt auch noch mal ein, ja? Also, es kann sein, dass dieses Gefühl, dass und vielleicht auch nur in einem bestimmten Thema, auf das du gerade in dein Leben schaust, dass da wie so ein Auf-Kopf-Stehen ist, ja? Also, dass du da immer noch nicht auf deinen Füßen bist, noch nicht verwurzelt bist, dass sich das Bäumchen in deinem Leben immer noch umpflanzt, ja? So, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dein Baum ist entwurzelt, du bist entwurzelt, damit du dich an eine neue, an eine passendere Stelle umsetzen kannst, ja? Und das scheint jetzt quasi noch im Prozess zu sein, ja, dieses Umsetzen, ja, also es scheint weiter darum zu gehen, auch den Fokus darauf zu halten, wohin will ich mich denn verpflanzen, ja, wo möchte ich denn meinen Baum quasi in neue fruchtbare Erde setzen, ja, damit ich da wachsen und blühen kann, ja, und auch heilen. Und das scheint auch einfach gerade noch sehr im Fokus zu sein. Und sei es, dass du viel darüber nachfühlst und nachdenkst, ja, dich da reinspürst und ganz genau und auch kritisch in dein Leben schaust, was kommt dir denn zugute gerade in deinem Prozess, wo du dich neu verwurzeln willst? Und was kommt dir eher nicht zugute? Wir schauen mal auf den Dienstag. Okay, da haben wir die Wege aber auf dem Kopf. Falls du schon ein Orakel von mir geschaut hast, dann weißt du es schon. Ich lege Lenormand auch auf den Kopf. Ja, das hätte ich eigentlich beim Baum schon sagen können. Für mich war das so, als ich mit Lenormand angefangen habe, war das relativ am Anfang schon, ja, wie aus meiner Intuition da, dass ich die Lenormand-Karten ganz untypisch auch auf Kopf gelegt habe. Und dadurch habe ich halt ein eigenes System so für mich entwickelt und gefunden, und das benutze ich jetzt auch, weil sich das für mich und ja einfach auch meine Energie, das passt zu mir, ja, das ist für mich das passende System, und ich habe mir da einfach mal erlaubt, quasi dieses traditionelle Legen der Lenormand-Karte, Karten, die ja immer nur da aufrecht gelegt werden, zumindest soweit ich das bisher mitbekommen habe. Da habe ich mir einfach erlaubt, da mal so einen eigenen Weg zu gehen, ja, der mir aber auch entspricht. Interessant, dass ich das jetzt erwähne, denn jetzt sind wir entweder, also wir sind einerseits bei der Entsprechung, ja, was entspricht mir, und auch bei den Wegen. Und hier scheint es darum zu gehen, mehr noch in der Innenschau zu bleiben. Es muss jetzt nicht sein, dass am Dienstag, wenn wir jetzt mal wirklich dieses Tag für Tag nehmen, dass am Dienstag, dass du da große Entscheidungen triffst. Ja, wenn wir das als Prozess sehen, also als Prozess für deine nächste Zeit, dann würde ich sagen, dass es eben nicht darum geht, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja,
sondern dass es wirklich darum geht, dich intensiv reinzufühlen. Und auch, und das erinnert mich, das war auch schon so angedeutet in der letzten Woche. Ich vermute zumindest, dass es im Wochenorakel war, Tag für Tag, dass es darum geht, verschiedene Anteile deiner selbst zu vereinen, ja? Also aus verschiedenen Wegen einen Weg zu machen. Ja? Es geht darum, dass du quasi, dass du deine verschiedenen, vielleicht auch Rollen, die du im Leben spielst oder die du einfach eingenommen hast, dass ein Teil deiner Heilung und dieses Prozesses und auch der Antwort, wohin du dich verwurzeln willst und sollst, darin liegt, dass du all diese Teile zusammenbringst, ja, dass du ein homogenes Wesen wirst und dass du nichts von dir mehr ausklammern musst. Bei dem einen die eine Rolle spielen, bei dem anderen die andere Rolle. Ja, da geht es nicht darum, sensitiv und intelligent zu schauen, okay, bei welchem Menschen kann ich welchen Anteil von mir gut zeigen, ja? Natürlich, also das gehört immer dazu, dass man sich ein bisschen reinspürt und auch abwägt. Ja, also du brauchst nicht in jeder Situation mit deinem vollen Sein quasi wie reinplauzen, weil es gibt immer Menschen, die da vielleicht in eigene Themen kommen und das wäre dann vielleicht gar nicht förderlich für diese Situation. Ja, aber dass du innerlich dieses Gefühl nicht mehr hast, dass du dich so aufteilen musst, dass du verschiedene Rollen einnehmen musst, dass du verschiedene Spiele spielen musst, verschiedene Wege gehen musst und dass auch, mir kommt auch so Ideen, die du vielleicht hattest über dich und dein Leben, ja, vielleicht gab es so verschiedene auch Lebenswünsche und dass dann ein Gefühl entstand von, das ist alles nicht vereinbar, dass es jetzt darum geht, in diesem Prozess, in dem du steckst, diese Dinge zu vereinen, ja, und dass du auch diesen Weg finden wirst, ja, und das ist aber auch etwas, das ist noch eine innere Auseinandersetzung, ja, und das ist auch ein Schritt-für-Schritt-Prozess, diese vielen, vielen Teile in dir zu vereinen, ja, und zu sehen, dass alles, was du dir wünschst für dein Leben, ja, und was auch wirklich dein seelischen Wahrheiten entspricht und was auch wirklich gut für dich ist. Es ist alles vereinbar, ja? Bring die Wege zusammen oder es geht darum, die Wege zusammenzubringen und einen Weg zu gehen, und dafür diesen Weg dann aber auch umso kraftvoller, ja? Und es kann auch sein, dass du im Sinne des Ganzwerdens und Heilwerdens auch bestimmte Wege loslassen musst, ja? Also, dass es auch um Entscheidungen geht, bestimmte Dinge nicht zu tun oder zumindest im Moment nicht zu tun. Ja, also beispielsweise du hattest den Wunsch zu verreisen, ja, und merkst, nee, das ist jetzt nicht dran, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Also dann dich von diesen Wegen zu trennen und den Weg zu gehen, der für dich gerade so am stringentesten ist, ja, und wo du einfach auch für dich am weitesten vorankommst, ja. Und zwar voran im Sinne dieses Prozesses, dass du dich in ein Leben neu verankern, verwurzeln willst, das dir entspricht. Ja, das dir entspricht und das auch einem höheren Ideal von dir und einem tieferen Wunsch von dir entspricht. Im Mittwoch, ja, da haben wir das Haus. Also es kann sein, dass der Mittwoch ein Tag wird, wo du dich eher zurückziehst, wo es darum geht, dass du dich, ja, einfach an Orten aufhältst, wo du dich heimisch fühlst, wo es dir gut geht, dass es eher um Ruhe geht, um Stille. Vielleicht magst du auch eher lesen, ja, zum Beispiel lesen, dich belesen, Vorträge anhören, also etwas, was dich quasi bei den Fragen, die hier noch offen sind oder die dich gerade bewegen, da weiterbringt. Also nimm dir Zeit für dich und zieh dich vielleicht eher zurück. Ja, also man kommt zu lesen oder auch zu Hause sein. Ja, vielleicht sogar auch im Sinne von dir etwas gönnen, ja, eine Massage, zum Yoga gehen, also etwas für deinen Körper tun. Also es könnte das sein oder einfach, dass du dich ein Stück weit zurückziehst und dir Zeit nimmst, in aller Ruhe dich zu
zu belesen, zu informieren, ja, neugierig zu sein und einfach dich so deinen inneren Fragen zuwendest. Am Donnerstag haben wir die Routen. Also es geht darum, nicht nur dich dem zuzuwenden, sondern die Routen sind ja für mich immer auch die Karte des neuen Standards, sondern auch wirklich das zu assimilieren, zu integrieren und wirklich auch zu reflektieren, was davon für dich stimmig ist und diesen neuen Standard in dir auch nochmal neu zu bekräftigen. Ja, also nochmal ganz klar, vor allen Dingen in dir selber dahin schauen, was du brauchst, was du willst. Ja, also es geht auch darum, dass du immer mal wieder neu dahin schauen musst, wo du dich hin verwurzelst. Ja, und wenn du hier Informationen bekommen hast, wie du gehen könntest, also einfach Informationen, die dir weiterhelfen bei dieser Frage, wo kann ich mich verwurzeln, wie kann ich mich verwurzeln, was ist denn für mich der richtige neue Ort, um in meine Größe zu wachsen, ja, und diese ganzen Informationen wirklich anzunehmen und zu nutzen und vielleicht sogar auch Gespräche darüber zu führen, ja, also es wirklich, wirklich ernst nehmen. Und vielleicht auch schon Umsetzungen treffen im Sinne von, also wenn dich hier was inspiriert hat, ja, wenn du zum Beispiel in einem Vortrag etwas gehört hast, wo du gemerkt hast, ja, das fühlt sich so stimmig für mich an, dann setz das hier um. Ja, setz das hier um, kommuniziere das, sprich das aus, also versuche den neuen Standard so direkt wie möglich gleich zu integrieren. Entweder so, indem du es schon ausdrückst, ja, im Leben, oder indem du einfach in dir selbst nochmal diese Klarheit schaffst, dass dir das wichtig ist und quasi innerlich dich auch darauf fokussierst, eben Wege zu finden, wie du weitergehen kannst. Ja? Da musst du jetzt bitte immer schauen, was für dich auch gerade das Thema ist. Ich kann das jetzt nur so allgemein sagen. Bitte zieh dir jetzt von diesen Informationen für dich das raus, was für deine Lebenssituation gerade auch passt, ja? Weil ihr steckt ja alle in unterschiedlichen Prozessen. Das kann jetzt Verschiedenes bedeuten. Einerseits kann das bedeuten, dass es sich trotzdem noch ein bisschen hinzieht, ja? Also, dass der Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, dass der Freitag ein Tag ist, wo vielleicht auch gar nicht so viel wird, ja? Also das, was du dir hier schon so erarbeitet hast, auch Klarheiten, dass du hier eher merkst, so, oh, irgendwie, als ob du vielleicht auch noch mal in alte Muster reinkommst oder die Resonanz ist nicht gleich so da, ja? Also wie Verzögerung. Was auch sein kann, ist, dass dir dadurch, dass du hier mehr in die Klarheit gekommen bist, jemand begegnet oder einfach jemand, auch den du schon kennst, der dir weiterhilft, ja, der dich pusht. Ja. Für mich ist die Schlange jetzt nicht unbedingt nur ein Zeichen für Rivalin, also was Negatives, sondern das kann auch eine Heilerin sein. Ja. Also ein Mensch, der auf jeden Fall eine starke, auch weibliche Kraft hat, um dich auf diesem Weg zu bestärken. Ja, es kann beides sein. Vielleicht ist es auch deine innere Heilerin. Also es ist entweder eine Verzögerung, ja, dass du merkst, am Freitag, da wird irgendwie nicht so viel, zieht sich hin, oder dir begegnet ein Mensch, der dich unterstützt, der dir nochmal Impulse gibt, ja, ein bisschen zusammenhängt mit hier. Nur hier suchst du die Impulse selber und hier begegnen sie dir, hier kommen sie auf dich zu, oder deine innere Heilerin spricht zu dir, ja, und gibt dir neue Impulse, ja. Am Samstag haben wir den Klee. Also hier ist dann auch schon klar, dass vielleicht war hier Euphorie da, ja, und hier wird dann klar, nee, so schnell wird das nicht. Es braucht Zeit, deinen Baum neu zu verpflanzen. Ich hoffe, du kannst mit dem Bild etwas anfangen, ja. Das braucht Zeit, ja. Und auf unserem Weg, wenn wir so Entscheidungen treffen, kommen wir manchmal in eine Euphorie rein. Und dann merken wir, dass es doch, ja, die weltlichen Mühlen, die mahlen manchmal langsamer. Ja? Und hier einfach in so eine Nüchternheit zu kommen und zu sehen, ja, das ist halt einfach so. Aber innerlich nicht den Mut verlieren. Ja? Bitte innerlich
Dich nicht irritieren lassen davon, dass es jetzt keine kurzfristige Angelegenheit ist. Ja? Und am Sonntag endet es dann darin, upsala, ja, neu anfangen. Also, das ist ja quasi eigentlich auch das, was du willst, ja? Du willst ja einen Neuanfang. Du willst dich ja auf neuer Erde verwurzeln. Also ich muss immer wieder dieses Bild nehmen. Ich hoffe, du kannst es für dich gut übersetzen, was ich damit meine. Ja? Also, dass du dich aus einer alten Lebenshaltung, Lebenssituation, ob das nun Liebe, Beruf, Wohnsituation, Freundschaft, Familie, also wo auch immer, aber dass es da wirklich darum geht, dass du an einem Teil in deinem Leben eine Veränderung möchtest, damit du dort mehr du selbst sein kannst, und zwar dein wahres Selbst, ja? Dich mehr ausdrücken kannst, dich mehr entfalten kannst. Und das ist ja dieser Prozess, ja? Und in dieser Woche wirst du dich damit einfach weiter auseinandersetzen. Es ist eine Fortführung von der letzten Woche. Und wenn wir am Sonntag den Neuanfang haben, kann das einerseits heißen, dass tatsächlich, wenn du hier auch so im, wie sagt man, guten Mutes bleibst, ja, dass hier tatsächlich auch erste Überraschungen kommen, ja, erste Entwicklungen, wo du merkst, so, ja, da bewegt sich ja jetzt tatsächlich was. Ja, dann ist deine Aufgabe hier, dass du das in dir erfährst, dass du so zuversichtlich bleiben kannst, ja, und nicht so schnell in die Irritation kommst. Oder du spürst in dir einfach, ja, du spürst in dir wieder ein bisschen mehr Leichte. Ja, egal wie jetzt die Umstände im Außen sind und wie schnell die sich entwickeln, dass du am Sonntag, beziehungsweise dass das Ergebnis des Prozesses der nächsten Woche sein wird, dass du in dir wieder mehr Leichtigkeit spürst, auch Freude, ja, so diese Freude des inneren Kindes, mehr Spiel, ja, diesen Prozess auch wieder mehr spielerisch betrachtest, ja, und dadurch auch mehr in die Leichtigkeit damit kommst, wenn sich was verzögern sollte, wenn sich etwas nicht gleich umsetzt oder wenn einfach manchmal auch nicht sofort Wege oder Entscheidungen so sichtbar sind. Und die Göttin, die noch etwas zu dem Sonntag sagen will, also zum Neuanfang, ist die Vesta. Deine häusliche Situation verbessert sich zum Guten, sei es durch einen Umzug oder durch eine Veränderung der Bewohner. Ja, also entweder es handelt sich jetzt tatsächlich bei dir um einen Neuanfang im Sinne deiner Wohnsituation oder so des familiären Bereiches, oder, und das verstehe ich jetzt eher, durch eine Veränderung der Bewohner. Wisse, dass das Ergebnis dieses Prozesses, durch den du die nächste Woche oder die nächste Zeit gehst, sein wird, dass du innerlich eine Veränderung erfährst, ja, und zwar eine Veränderung, die dich auch wieder in die Leichte, in die Freude und ins Spielerische bringt. Und durch diese Veränderung, die du erfährst, werden sich deine Situationen ändern. Ja, und das sagt dir die Göttin Vesta einfach jetzt auch schon. Und das steckt auch im Sonntag in der Karte des Kindes. Ja? Wichtig für dich ist, dass du fokussiert bleibst. Bitte bleib fokussiert. Bitte immer wieder Fokus darauf, was willst du erreichen? Wo willst du hin? Was spürst du in dir, ist für dich ein guter Ort, ein guter Boden, um dich zu verwurzeln? Was sind da für Menschen? Was sind da für Energien? Wie fühlst du dich da? Ja, wie fühlst du dich da? Vielleicht auch mal eine innere Reise machen und dahin meditieren. Was siehst du da? Ja, wie sieht das aus? Wie verhältst du dich da? Wie bewegst du dich dort an diesem neuen Ort, in dieser neuen Situation? Ja, bitte bleib darauf fokussiert und informier dich einfach, ja? Setz dich damit auseinander, wie andere Menschen das vielleicht erreicht haben und schau, ob nicht sogar auch Menschen auf dich zukommen, um dir zu helfen und dir Impulse zu geben. Ja, ihr Lieben, bis dahin. Ich freue mich wie immer über Feedback in den Kommentaren, was euch davon bewegt, berührt hat, geholfen hat. Und ja, sehr, sehr gerne, wenn du Lust hast, auch ein Glücksglas anzufertigen, anzulegen, dann freue ich mich total, dich nächste Woche beim nächsten Wochenorakel wiederzusehen und dass wir das einfach gemeinsam umsetzen.
Ich danke dir, ich danke euch ganz, ganz sehr für eure Unterstützung. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Viel Liebe und bis dann.